Wühlarbeit im Untergrund. Illegale Landnahme. Von rechts wegen darf hier jedenfalls niemand die Hacke schwingen. Aber das stört diese Herrschaften nicht. Sie sind Barcelonas Gemüseguerilla. Sie brechen das Gesetz für eine Handvoll Salat. Hier, nicht sehr groß, aber lecker. Antonio und die anderen sind arbeitslos. Nur eins haben sie im Überfluss, Freizeit. Also haben sie ein öffentliches Grundstück besetzt und einen Gemeinschaftsgarten gegründet. Das ist meine neue Leidenschaft. Eine sinnvolle Beschäftigung, für die man kein Geld braucht. Und man lernt jede Menge Leute kennen. Seit es den Garten gibt, habe ich viel mehr Freunde. Die vom Rathaus wollen uns hier nicht lassen. Aber was war hier denn vorher? Das Grundstück war völlig verwahrlost. Die Hunde haben ihr Geschäft verrichtet und es gab Ratten. Erst durch unsere Arbeit ist es hier viel gepflegter. Immer mehr Spanier pflanzen neuerdings wild. Besonders seit Beginn der Wirtschaftskrise. Juana Córdoba ist eine Pionierin dieser Bewegung. Schrebergärten wie in Deutschland kennt man in Spanien kaum. Was es aber vor allem in Barcelona gibt, sind besetzte Häuser wie dieses verlassene ehemalige Armenhospiz. Und so kam Juana auf die Idee, die jugendlichen Hausbesetzer zu fragen, ob sie ihr wohl ein Stück Garten abtreten könnten. So entstand eine ungewöhnliche Allianz, Bürger und Besetzer. Pflanzen ohne zu besitzen, ernten ohne Miete zu zahlen. Anfangs war das Juana nicht geheuer. Klar, ich bin jetzt auch eine Besetzerin. Denn das hier gehört mir ja nicht. Es gibt eine Räumungsklage, die ist in der Schwebe. Aber ich würde sagen, wir haben ein verlassenes Gelände verwandelt in etwas Produktives. José kam vor 50 Jahren aus Andalusien nach Barcelona, auf der Suche nach Arbeit, vom Dorf in die Großstadt. Jetzt kann er zum ersten Mal wieder ein Gemüsebeet beackern. Es ist doch eine ganz andere Luft, die man hier atmet. Jede Pflanze atmet. Mensch, das ist doch großartig. So ist ganz nebenbei, außer Tomaten und Auberginen, noch etwas anderes gewachsen. Gemüse verbindet Generationen. Wo sonst würde ich Freunde finden, die 83 sind? Ja, klar. Und wir nehmen uns dafür ein bisschen von eurer Jugend. So vermischt sich alles. Aus dem gesetzlosen Idyll zurück in die legalen vier Wände. Wohnen wie die Hausbesetzer, das könnte sich Juana dann doch nicht vorstellen. Aber ein schlechtes Gewissen hat sie auch nicht wegen ihres Gartens. Die Polizei war ja schon mehrfach bei uns und wollte das Gelände räumen. Aber dann haben sie gemerkt, dass wir ganz harmlos sind und sie haben uns in Ruhe gelassen. Bisher ist für uns alles gut gegangen. So gut, dass die Stadtoberen jetzt sogar umdenken. Auf diesem Platz hat das Rathaus zum ersten Mal einen wilden Garten legalisiert. Die Nachbarn hatten jahrelang mit angesehen, wie ihr Viertel verkam, bis einer die Idee hatte, das Pflaster aufzureißen und den Boden zu bepflanzen, mit Gemüse gegen den Verfall. Lärm, Staub, Abrisshäuser und Müll, sonst gab es hier nichts. Und das über Jahre, ohne Aussicht auf eine Lösung. Das macht uns natürlich wütend. Und irgendwann sagten wir Nachbarn uns, wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Stadtplanung von unten. Denn nach langem Hin und Her ließen sich die Politiker überzeugen, dass der Garten bleiben darf. Und zum Zeichen, dass jetzt alles hier seine Ordnung hat, durften die Nachbarn ihre Beete sogar einzäunen. Juana Córdoba hofft, dass dieses Beispiel jetzt Schule macht. Vor allem in Vierteln wie diesem, wohin sich keiner der vielen Barcelona-Touristen verirrt und die auch für ihre Bewohner sonst wenig anziehen.